Hallo zusammen, mich hier ist wieder Chilla und schon wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um ein weiteres von den Pet-Liebe-Achievements. Und zwar schimpft sich dieses Mal, ob groß, ob klein, nur die Liebe lässt Tierchen gedeihen. Und das ist die Version aus Battle for Azeroth. Und dementsprechend werden wir jetzt hier ein bisschen auf Kul'Tiras bzw. Zandalar rumflattern und die ein oder anderen Pets lieben. Angefangen hier im Tierra Gardesund. Und dort sind wir auf den Koordinaten 77, 47. Und dort haben wir so komische Möwen, die hier rumflattern. Jetzt muss ich nur eine ins Target kriegen. Hier Möwe von Tiragarde. Und da drücken wir unser Liebe-Makro. Ihr könnt Slash Liebe eingeben oder ihr macht euch ein Makro mit Slash Liebe und drückt es dann halt. Dann müsst ihr es nicht jedes Mal eingeben. Ich bin faul. Dementsprechend gibt es für mich ein Makro. Übrigens, ihr müsst die Pets wirklich. Wenn dann die Pet-Battle-Viecher oder die normalen Viecher erwischen und die lieben, eure Pet-Battle-Viecher, die ihr gefangen habt, die funktionieren nicht. Also ihr müsst wirklich die Viecher von Ort zu Ort abfliegen. Ja? Also die Gefangenen, die gehen leider nicht. Dann sind wir im zweiten Spot hier im Tiergardesund und zwar vor Freehold, hier unten bei den Koordinaten 84, 78. Und dort haben wir verschiedene Pets, wir brauchen aber ein bestimmtes. Und zwar ist das die schwirrende Sanftflügler. Und den lieben wir dann mal als zweites. Einmal unser Makro wieder gedrückt. Dann sind wir jetzt im zweiten Gebiet. Und zwar in Drustwar. Und hier sind wir jetzt auf den Koordinaten 52, 30. Und wie ihr seht, hier fleucht und kreucht einiges rum. Wir brauchen aber nur eine Fledermaus. Und zwar die Drustfledermaus. Und da habe ich schon eine im Tage. Beziehungsweise wir nehmen jetzt mal eine, die in der Nähe ist. Nicht, dass das dann nicht zählt. Okay, die sind dann doch ein bisschen schwieriger anzuklicken, als ich dachte. So, da haben wir noch mal eine Drustfledermaus. Die lieben wir. Und dann können wir eigentlich an den nächsten Spot schon fliegen. Dann sind wir hier am zweiten Spot in Drustwar, und zwar hier unten bei den Koordinaten 60, 22. Und dort haben wir einen Hasen, den wir brauchen. Hier Dornhase, den lieben wir auch noch. Dann sind wir jetzt im Stummsangtal unterwegs, und zwar hier bei den Koordinaten 45, 61. Und dort an der Mühle haben wir eine Honigbiene, und das ist quasi unser nächstes Pet. Einmal hier mit Makro drauf, und dann können wir weiter. Dann hier am zweiten Spot im Gebiet. Und zwar sind wir jetzt hier unten bei den Koordinaten 24, 70. Und dort haben wir relativ viele Flatterviecher. Und wir brauchen einen bestimmten. Und zwar den Limonenfalter. Hier gibt es auch einen roten und einen gelben, habe ich hier auch schon gesehen. Aber wir brauchen den grünen, also den Limonenfalter. Den lieben wir jetzt auch nochmal. Und dann sind wir hier auf Kul'Tira schon fertig und können nach Zandala rüber. Dann sind wir jetzt im Zandala angekommen. Und zwar müssen wir dann als erstes nach Vuldoon. Und hier sind wir dann auf den Koordinaten 53, 83. Und dort haben wir dann hier so Flatterviecher. Und die heißen Talflatterling. Den lieben wir jetzt auch. Und das ist auch der einzige, den wir hier in Vuldoon haben. Mehr Pets gibt es hier nicht, die wir brauchen, fürs Achievement zumindest. Nochmal aus Sicherheit einmal lieben und dann können wir weiter. So, dann bin ich in Nazmir angekommen. Und hier sind wir unten bei den Koordinaten 29, 68. Und da haben wir eine Spinne, die wir brauchen. Und die schimpft sich Blutfieber-Tarantel. Und die lieben wir jetzt auch einmal. Ich zeige es nochmal kurz auf der Map. Also hier unten in etwa ist die 29, 68. Dann haben wir jetzt hier das zweite und letzte Pet in Nazmir. Und zwar sind wir jetzt hier unten auf den Koordinaten 47, 68. Und dort haben wir einen ziemlich hässlichen Käfer und der schimpft sich Rüsselkäfer der Nasmani. Okay, irgendwie so auf jeden Fall. Den lieben wir auch und dann sind wir einmal in Nasmir fertig und können ins letzte Gebiet rübergehen. Dann sind wir jetzt in Zuldazar und zwar hier unten auf den Koordinaten 63, 15. Und dort brauchen wir so einen Frosch und zwar Dschungelhüpfer heißt es. Den lieben wir auch noch als nächstes. Hier nochmal kurz die Map. Hier unten 62, 15 in etwa. Dann sind wir am nächsten Spot und zwar hier auf den Koordinaten 66, 41. Zufällig genau im Hordenlager. Da solltet ihr als Allianz ein bisschen aufpassen. Und zwar haben wir hier ein Pet, das schimpft sich Kamgekota. Und das lieben wir einmal. Und dann brauchen wir nur noch ein einziges Pet und das ist in der Hauptstadt drin. Und ich würde sagen, da schauen wir dann gleich mal rein, wo wir hin müssen. Dann sind wir jetzt hier
in der Hauptstadt Dazar Alor. Und hier bei den Koordinaten 43, 37 in etwa. Also wenn ihr hier seht, da haben wir die komplette Karte von Zandala, aber man kann hier auch quasi in die Hauptstadt reinklicken und bei den Hauptstadtkoordinaten ist es dann 42, 36. Und wenn wir jetzt auf die ganze Karte vom Gebiet gehen, dann ist es etwa 42, 36. Warte mal, sind es die gleichen Koordinaten? Tatsächlich, Zufall oder nicht, auch egal. Hier haben wir einen Tempelkäfer und den brauchen wir dann noch. Den lieben wir und ihr seht, tada, Achievement ist aufgepoppt. Und dementsprechend sind wir jetzt auch damit fertig. Heißt, wir haben alle drei von den im Pre-Patch möglichen Achievements abgeschlossen. Also zumindest von den drei Petliebe-Achievements. Zusätzlich gibt es ja auch noch Rokan töten und diese neue Insel abschließen. Was ich auch schon getan habe, heißt, für Pre-Patch-Verhältnisse bin ich jetzt mit den Achievements erstmal soweit durch. Falls euch die anderen beiden Teile auch interessieren, werde ich die euch selbstverständlich noch gerne verlinken. Und wie gesagt, wie bei den anderen Teilen, packe ich dann auch nochmal den WoW-Headlink in die Infobox. Da könnt ihr euch dann auch gerne nochmal die TomTom-Koordinaten rauskopieren, falls ihr dann mit dem Addon spielt. Aber ihr dürftet ja auch so gesehen haben, wo wir jetzt überall rumfliegen müssen und welche Pets wir lieben müssen. Und ja, dann viel Spaß beim Nachspielen und ich verabschiede mich an der Stelle. Euer Teller, bis dann. Ciao.